Willkommen zurück zu Let's Play Portal. Ich habe zum Glück den letzten Speicherpunkt hervorragend laden können. Das heißt, wir können direkt wieder einsteigen, da wo ich aufgehört habe. Und eine kleine Information vorab. Mein kleiner Bruder ist heute zu Besuch bei mir. Das heißt, da ich ihn alleine an die Xbox gesetzt habe, würde er ab und zu mal um Hilfe rufen wahrscheinlich, wenn er an irgendwelchen Stellen nicht weiterkommt. Dann werde ich kurz unterbrechen. Aber ansonsten dürfte ich hier eigentlich ohne Probleme weiterzocken können. Gut, dann machen wir mal weiter. Ich kann mich leider... Achso, ja genau, wir haben unseren Begleiterwürfel da hinten zerstört. Der Arme. Ich werde ihn sehr vermissen, aber ich glaube, wir kriegen noch ein paar in dem Spiel, ne? Die werden ja ersetzt, kein Problem. Solange man ihn emotional nicht so sehr an sich ranlässt, kann man ihn doch auch oft zerstören. So. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Ich werde gebacken und dann gibt es Kuchen. Mögen Roboter Kuchen? Das wage ich doch zu bezweifeln. So. Wie komme ich jetzt darüber? Also es wird hier Würfel geben. Es wird jetzt ziemlich alles geben, was ich bis jetzt gelernt habe. Okay, jetzt bin ich hier unten. Da komme ich her. Und da müsste ich theoretisch weitergehen, allerdings ist hier wieder so eine Öffnung in der Wand. Ich vermute mal, dass ich den Parcoursbereich hier verlassen kann. Aber ich gucke trotzdem nochmal, ob ich nicht doch hier hoch kann. Ich kann. Dann gehe ich mal vorsichtshalber zuerst hier unten lang, um zu gucken, ob ich hier was entdecken kann. Oder ob hier einfach wieder alles abgeschlossen ist. Hier unten geht es nicht weiter. She's watching you. Ja, das stimmt, das habe ich auch schon gemerkt. Der Kuchen ist wieder eine Lüge. Und Hilfe. Also viel weiter geht's hier ja nicht. Die Tür kann ich nicht öffnen. Da oben ist nix. Und meine Portale kann ich da nicht durchschießen. Deswegen vermute ich mal, dass das wieder so ein stummer Schrei nach Hilfe ist hier, den man nicht weiter verfolgen kann. Naja, dann mache ich mal weiter hier in dem Parcours. Ich habe ja schon festgestellt, dass ich hier auf jeden Fall rein kann. Ja. Boah, das war knapp. So, jetzt bin ich schon mal hier oben. Da unten war ich eben. Jetzt ist die Frage, wie zum Teufel komme ich da hoch? Indem ich das orangene Ding jetzt einfach da hinten hinsetze. Genau, und hier runterspringe. Und das gleiche einfach nochmal mache. Ja. Ich bin oben. Wo muss ich hin? Also ich kann hier reinspringen und mich da oben raus katapultieren lassen. Das soll ich einfach mal versuchen. Das heißt, ich muss das Orangene benutzen. Oh. Also das kann ich aber nochmal versuchen. Ja. Jetzt ist die Frage. Da muss ich raus. Okay, dafür brauche ich aber einen Würfel. Den werde ich wahrscheinlich hier hinten bekommen.
Okay, das war eine schlechte Idee. Ah, guck doch erstmal nach, wo du hinläufst, du scheiß Idiot, Alter. Genau, die Viecher mögen mich nicht besonders. Nein! Nein! Ach komm. Also blau ist schnell hier drauf. Nein, 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 nein. Komm schon. Ich sollte mir vielleicht erstmal einen Überblick verschaffen, was hier überhaupt alles abläuft. Aber ich bin ja todesmutig. Blau. Und jetzt schnell. Nein. Ich hab doch blau da oben hingesetzt. Oh, scheiße. Blau, orange. Nochmal das Ganze. Also den blauen setze ich hier hin. Und das orangene werde ich jetzt benutzen, wenn ich hier runterfalle. Ja, geschafft. Okay. Ich frage mich jetzt ein wenig. Von da wird die Kugel losgeschickt. Sehen, scheiße. Ach! Fahr weiter, Peter. Als wenn die mich hier treffen können. Scheiße. Ich kann jetzt nicht mehr mal rausgucken. Ich weiß nicht, wohin ich muss. Also von hier aus kann ich so ein bisschen beobachten. Oh! Ach du Scheiße. Jetzt kommt die Kugel zurück. Ne. Ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich machen muss. Ich gehe einfach mal da hoch. Hä? Ja. Dann nehme ich jetzt das blaue. Nee, wie mache ich das jetzt am besten? Wo ist denn überhaupt das Gerät, was diese Kugeln da verschießt? Das ist da. Ah! Also jetzt wird es da hingeschossen, dann benutze ich das jetzt mal. Wo ist, wo kommt die Kugel her? Da hinten. Um diese Viecher hier irgendwo runterzuschießen. Okay, dann benutze ich das mal, um. Jawohl. Nummer 1 ist tot. Und Entschuldigung, mein PC hatte gerade einen kleinen Hänger. Mal sehen, wie sich das im Video auswirkt. Ich hoffe nicht so stark. Ich mache mal kurz einen Cut, um zu sehen, wie die Videodatei geworden ist, ob die jetzt einen Macke hat oder nicht. Bis gleich. Und weiter geht's. Hat keine Auswirkungen gehabt, es hat sich einfach nur das Spiel aufgehangen. Ja, ich werde einfach mal hier mit dem blauen Portal versuchen, diese scheiß Roboter hier zu zerstören. Oh, schnell das richtige Portal setzen. Und stirbt er? Natürlich nicht.
Ah, ich setze immer die falschen Portale. Ich bin ein bisschen doof. So, jetzt müsste eigentlich der Roboter zerstört werden. Jawohl. Dann das nächste Portal dahin. Dann wird der Roboter auch zerstört. Jawohl. So, und das dürften jetzt alle Roboter gewesen sein. Jetzt habe ich endlich mal freie Bahn. Nein! Warum nicht? Jetzt ist die Frage, an welcher Seite der vorbeigeflogen ist. Ich habe jetzt nicht genau aufgepasst. Na also. Gut, das wäre geschafft. Jetzt haben wir freie Bahn. Und irgendwie kommt Portal mit dieser Spielsequenz hier nicht klar. Also bei mir wackelt es die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Es passiert jetzt irgendwie nur in diesem Level hier. Naja, versuchen wir es einfach mal weiter. Ja, was muss ich überhaupt machen? Da unten ist ein Knopf, den habe ich noch nicht gedrückt. Wie bin ich aber darüber gekommen? Indem ich... Ah, hier drin... Den Knopf... Ne, ich habe doch diese schräge Fläche als Katapult benutzt. Das ist jetzt natürlich schwierig. Aber ich drücke einfach mal den Knopf hier. Haha! Also, ich kann... Wenn ich hier... Ne, das geht natürlich nicht. Ich muss... das hier hinten benutzen. Um diese Kugel auf den Weg zu schicken. Okay, das heißt... Jetzt gleich, wenn diese Kugel... hier hinten hingeschossen wird, muss ich... ganz schnell das und das und den Knopf drücken. Ja! Jawoll! Das wäre schon mal geschafft. Jetzt bewegt sich diese Plattform hier hin und her. Und ich kann mit dieser Plattform da vorne hinfahren. Okay. Gucken wir mal, was uns das bringt. Ich weiß es nämlich gerade selber nicht so genau. Ich kann jetzt hier unten reinspringen. Okay. Was bewirkt dieser Knopf? Dieser Knopf bewirkt, dass sich diese Fläche schräg fällt. Ich kann hier unten auf diese andere Fläche drauf springen. Das heißt, ich muss jetzt quasi gleich die orangene Fläche dazu benutzen, um mich zu katapultieren. Ja, geschafft. Cool. Jetzt muss ich nur hier auf diese Schwebebahn springen. Hätte ich da auch zu Fuß hingehen können? Nee. Hätte ich nicht hochspringen können wahrscheinlich. Aber ich habe es gar nicht ausprobiert, fällt mir gerade auf. Egal. Ich habe es zumindest geschafft. So, jetzt muss ich irgendwie wieder zurückkommen. Wobei ich echt keine Ahnung habe, wie ich das machen soll. Ach so, ja, ich muss diesen Knopf da benutzen. Oh, ich Vollpfosten. Okay, den Würfel lasse ich hier.